27,27 vor ihren Nasen. Also schmeiß doch die Frau nicht so an. Sie wird sich versäumen. Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre Angelegenheiten. Reden Sie mit mir? Sie stessen es doch nicht, ja? Sie sind in einem Exerzierplatz. Jetzt halten Sie gefälligst den Mund. Sie erläutern, jetzt sind Sie aber ganz stark. Entweg! So bitte. Wenn Sie einen Aufsehen erregen, dann ziehe ich Ihnen den Säbel aus der Scheide, zerbreche ihn und schicke die Stücke an Ihr Regimentskommando. Die Frechheit von euch jungen Leuten muss endlich einmal aufhören. Loslassen. Sie lassen jetzt doch meinen Säbel los, oder ich... Oder was? Wollt ihr vielleicht erschießen, Sie dummer Pupsi? Keine Angst, Herr Leutnant. Ich verbotze Ihnen Ihre Karriere nicht. Major, schaut her. Schaut's nicht hin. Und damit er nicht glaubt, dass wir uns gestritten haben, ich mit Ihnen jetzt ganz freundlich reden. Aber lassen Sie sich das als Lehre dienen. Er freut mich, dass Ihnen das Solo von meiner Tochter gefallen hat, Herr Leutnant. Ich werde Sie ausrichten. Auf Wiedersehen, Herr Leutnant. Schaut, da haben wir einen Hut. Herr Leutnant, bitte auf ein Wort.